Ich bin der Alex, 28 Jahre alt. Vor 3 Jahren habe ich in der Makromedia Film und Fernseh Postproduktion fertig studiert und gleich im Anschluss bin ich bei ProSieben gelandet, einer der größten Fernsehanstalten Deutschlands. Es ist ein sehr projektbezogenes Studium, sehr viele praktische Sachen, also sicherlich auch Theorie, aber man versucht eigentlich das Wissen, was man in der Theorie lernt, gleich in die Praxis umzusetzen. Und ein Film ist Teamarbeit, also alleine kriegt man einen guten Film nicht zustande. Also man braucht einen Kameramann, der sein Wissen beherrscht, man braucht einen Regisseur, der gut inszenieren kann, man braucht jemanden in der Postproduktion, der nachher dieses Produkt fertigstellen kann, man braucht jemanden in der Maske. Also man trifft sehr viele Leute, man muss mit diesen Leuten zusammenarbeiten und wenn jeder dem anderen eigentlich vertraut, in dem, was er tut, kommen eigentlich meistens immer schöne Produkte dabei raus. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Wir machen das ja eigentlich für die Zuschauer und nicht für uns. Das Faszinierende an dem Studium in der Makromedia ist, dass es offen ist für jeden, der sich da reinbringen will. Jeder, der das Gefühl hat, dass ihm das bewegt. Und wenn er Energie rein investiert, ist es eine wahnsinnig gute Möglichkeit, ohne dass man 100 Jahre davor noch Praktikum gemacht hat. Und es wird ein super Grundwissen vermittelt, mit dem man einfach später sehr gut auskommt, wenn man es auch einfach stetig weiterentwickelt und sich stetig weiterentwickelt. Und so muss man genauso mit dem Material mitgehen, mit den Mengen, immer am Puls der Zeit bleiben. Und dieses Wissen gibt die Makromedia schon mit. Es ist ein guter Anstoß und danach muss man schauen, ob man noch dranbleiben möchte.